Hoş geldiniz bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um meinen Golf, unser Scheunenfund. Ihr habt recht. Ja, ich habe ja auch gesagt, hey, irgendwas stimmt mit der Tür nicht. Die Tür haben die erneuert, ist ein Facelift-Modell. Hier fehlt das Ganze, hier zeige ich euch. Die Tür habe ich gefunden, vielleicht sogar eine neue Heckklappe habe ich gefunden. Hier seht ihr das schön. Da fehlt dieses Dreiecksfenster. Hier fehlt die komplett. Die Tür habe ich gefunden, auch in weiß. Die Tür hinten habe ich auch gefunden, auch in weiß. Werde ich die Tage abholen. Kotflügel, 2 Stück. Will ich noch mal überlegen, ob ich mir von Zubehör welche hole. Von Autodoc gibt es welche. Bei diesem Projekt wird mir komplett Ahmed haben und noch ein paar andere helfen. Heute geht es nun darum, dass wir dieses Auto einfach mal ankriegen. Ich habe das Ding hier versucht aufzuladen. Über die Nacht ging es leider nicht. Am Anfang hat er gesagt, okay, geht. Jetzt zeigt er auf einmal nicht mehr. Kann ich auch wieder abstecken. Die Batterie ist auf jeden Fall ready. Vergaserflansch, der ist da kaputt. Ja, wir haben da natürlich ein bisschen versucht zu fuschen. Ihn leider nicht. Ich habe da Scheibenkleber gehabt. Wir versuchen gleich nochmal ein bisschen Drehzahl zu geben. Gucken, ob wir den nochmal ein bisschen hochjagen können. Und dann vielleicht... Dichtmasse haben wir nicht da, ne? Dichtmasse haben wir auch nicht. Ach, schade. So, wir haben uns jetzt extra Kleber besorgt. Wir werden jetzt versuchen, die Stelle abzudichten. Der geht wieder aus, weil er so viel Feinstuft zieht. Ich habe ja hier oben noch ein Lager und da war ich auch schon lange nicht mehr. Wir gehen jetzt mal hoch und gucken, ob wir so einen Flansch rumfliegen haben. Da bin ich selber gespannt. Für ältere Modelle habe ich sehr viele Auspuffe hier rumfliegen. Das heißt, wenn der ein oder andere mal einen Auspuff braucht für ein älteres Modell, ruf mich an. Tja. Vielleicht habe ich da noch was rumfliegen. Ölfilter und so. Ich habe jede Menge Sachen hier. Ich habe hier Ölfilter rumfliegen, Luftfilter, Kraftstofffilter, jede Menge Sachen, Spurstangenköpfe, Bremsen. Wir hatten hier einen Wasserschaden gehabt. Also die Wasserleitung von uns kam von hier oben. Und das Problem war dann halt irgendwann über Wochenende nach Hause, Montag kommen wir. Und die hören hier so ein, kennt ihr das, wenn ihr so einen Wasserschlauch anhabt? Sowas haben wir gehört, aber noch extremer. Und dann kommen wir hier hin. Mein ganzer Büro war unter Wasser und hier auch. Hier sieht man auch die ganzen Sachen hier. Die sind alle zerstört noch vom Wasserschaden. Und ob wir sowas noch da rumfliegen haben. Und das sieht doch schon gut aus hier. Wir haben hier Vergaserflansch von 1980 bis 91 und guck mal, wie viele ich da rumfliegen habe. Und das müsste der sein, ne? Ist das der? Ja. Also ich bin mir nicht sicher, aber der sieht gut aus. Also ganz ehrlich, ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal Vergaser abgebaut. Wann habe ich einen Vergaser abgebaut? Keine Ahnung. Aber was ich euch sagen kann, Golf war auch übrigens mein erstes Auto, wo ich geschraubt habe. Mein erstes Auto, wo ich Reifen gewechselt habe, Bremsen gewechselt habe. Schöne Grüße hier an meinen Bruder Selim habe und Ahmed haben, weil die, das, ich weiß noch ganz genau, dass das erste Auto, wo ich Bremsen gewechselt habe, ein Golf war. Das bleibt natürlich in Erinnerung. Wir haben ein kleines Problem. Flansch passt nicht. Und ihr seht natürlich, wie schön der kaputt ist hier an der Seite, hier unten. Da zieht er jetzt Luft. Oben habe ich geschaut, habe ich leider nicht da. Können wir nichts machen. Ich habe jetzt was bestellt, kommt nächste Woche und dann machen wir das. Es ist natürlich ein paar Tage später geworden. Vergaserflansch ist hier drin. Werden wir später auch einbauen. Ich war gestern noch den ganzen Tag unterwegs. Mit meinem BMW, boah, habe ich den vermisst. Echt ein sehr, sehr schönes Auto. Ich freue mich schon, den Kompressorkit hier einzubauen. Ich habe den 2 Wochen nicht gefahren und jetzt merke ich erstmal, wie ich den BMW liebe. Ihr seht, wie der Wagen aussieht hier. Ich war gestern in Luxemburg, dann war ich irgendwo in der Eifel, keine Ahnung, und habe ein paar Sachen geholt für den Golf. Ich habe die beiden Türen besorgt. Da habe ich mich lumpen lassen hier und habe das hier gesehen. Einen Golftacho mit Drehzahl 220 km/h mit einer Digitaluhr. Musste ich kaufen. Mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert, wenn er an ist, ob wir eine Drehzahl haben oder nicht. Keine Ahnung, ich habe es einfach gekauft. Wir werden die Türen heute einbauen. Sollte machbar sein, auch für mich. Ich glaube nicht, wie schnell diese Türen abgebaut werden können.
Beide Türen sind ab. Ja, man merkt, hier wurde mal irgendwann nachbehandelt. Hier sind noch mal ein bisschen Roststellen. Ja, da sieht man. Ist aber nicht wild. Jetzt die Frage, passen diese Türen? Als wird der länger sein, ne? So kommt mir das vor, aber werden wir jetzt gleich sehen. Oh, oh. Ich bin durch die halbe Weltgeschichte gefahren, um diese Tür zu holen. Und hab gemerkt, die passt nicht. Viel zu lang ist von einem Coupé. Ich habe gestern noch gelesen, ja, die Türen passen alle. Alle passen. Ha, passen die. Ah, ne, ja, das ist jetzt ärgerlich, ehrlich. Ich habe mich so gefreut, dass ich eine Tür gefunden habe. Und die passt leider nicht. Egal, was soll man machen? Jetzt werden wir das mal einbauen. Ob die Drehzahl danach funktioniert, weil dieser Tacho wurde erneuert. Der Wagen soll echt um die 500.000 gelaufen haben. Das ist das Geilste. Ab. Aha. Da haben wir noch den Handbremse. Aha. Ach so, das leuchtet ja auch. Cool. Guck mal, das ist aber schlimm hier. Der ist kaputt. Also da müssen wir mal schauen, ob wir uns da einen neuen Schalter besorgen und das Ganze reparieren. Der müsste natürlich auch noch zwei Schrauben haben. Hat der auch einmal links und einmal rechts. Die bauen wir auch aus. Boah, ich weiß gar nicht, wie wir den Tacho sein hier. Ist der gesteckt gewesen oder war der nur zum Drehen? Ah, okay, doch. Und? Hä? Was war's? Einfach draufdrücken, nach hinten schieben. Ja. Ist ja typisch Kfz-Fuzis, ne? Auto läuft nicht, keine Türen. Aber Hauptsache erstmal Tacho mit Drehzahl. So, wir haben die beiden Stecker aus Metall, hier ist so aus Plastik. Drehzahl, wir haben eine Digitaluhr. Hier haben wir ein, ja, was ist das denn? Ach, das ist ja nicht mal eine Uhr. Das ist einfach nur so. Da ist gar nichts. Was ist, wenn das Ding kaputt ist? Warum sagst du sowas? Weiß nicht, kann, ja, kann das ja ist, sein. Das ist was Schlimmes, wenn du sowas sagst. Hör auf. Sei doch mal optimistisch hier. Ich bin skeptisch. Das hat heute nichts zu tun, oder was? Ja, ich hab dich gerufen. Weil ich hab gesagt, ich muss die Türen ausbauen. Kannst du mir helfen? Ja, genau. Aber Eidosch kommt nach einer Stunde, wo ich die Türen schon ausgebaut habe. Ich hab ja zwei Stunden noch geweint. Geweint? Natürlich, ey. Ich bin gestern ganzen Tag unterwegs ja, gewesen. Ja, ich weiß. Guck mal, wie mein BMW aussieht. Das ist ja noch schlimmer. Schnee, Regen. Hat er mal Salz abgekriegt, oder was? Ja. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Jetzt können wir das in den Kofferraum verschieben. Der W124 hat hier auch mal diese Probleme, diese Tachowelle rauszuholen und dann wieder später wieder reinzustecken. Deswegen immer lösen. Dann, achtet mal. Dann habt ihr das hier so, siehst du das? Damit wir die Tachowelle hier auch mal sehen könnt hier, guck mal. So, das war's. Jetzt müssen wir den Vergaserflansch einbauen. Ja, ja, fertig. Boah, aber verliert ganz schön Öl, ne? Natürlich die ganzen Lichtungen nach der Zeit. Achtung mal, ist auch schon durch. Egal, die Batterie ist auf jeden Fall voll. Und jetzt bin ich gespannt, springt der Ding jetzt an? Also der springt ja sowieso an, aber bleibt der an? Das ist doch geil, eigentlich. Einfach direkt zack. Einsteigen hier. Das gefällt dir, ne? Oh, davon leuchtet schon mal. Sofort angegangen. Guck mal, Drehzahl. Geil.
Motor. Das ist ja krass, der Motor läuft einwandfrei. Guck mal, der läuft natürlich ein bisschen hoch. Funktioniert auch. Die Uhr geht. Wie kann man die Uhr einstellen hier? Boah, da braucht man einen Zahnstocher, ne? Das ist ja auch mal geil. Ja, man merkt halt, der nimmt nicht so viel Gas an. Ich schätze mal, kann auch vom Benzin sein. Der braucht einfach mal Kilometer. Aber ich finde es schön, Drehzahl funktioniert, Tacho funktioniert und dieser Tacho gefällt mir viel besser. Ja. Ein paar kleine Bäume hier. Sonst sieht die Tür eigentlich mal nicht schlecht aus. Ich meine, besser als die Tür, oder nicht, Alter? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie die aussieht. Ich suche eine Tür. Vor-Facelift, Fahrerseite, Viertürer. Ganz wichtig, die zwei Türer sollen nicht passen. Habe ich gehört. Natürlich werden wir erstmal tanken und danach werde ich eine Probefahrt machen. Und dann bin ich mal gespannt, ob dieser 1,3er mich umhaut. Und danach werde ich entscheiden und euch auch sogar mitteilen, was ich damit vorhabe. Weil wie gesagt, die einen sagen Motorumbau, die einen sagen restaurieren. Mal schauen, vielleicht machen wir beides. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kraft. Bis dann, haut rein. Ciao. Eidosch, danke.